sind wir wieder. Wieder so ganz kompliziert reintappen. In der Hoffnung, dass die Maus verschwindet. Über Steam Overlay. Ihr habt mir ein paar Tipps und Feedback dagelassen. Seit der letzten Aufnahmesession. Ich bin hier nur zwei, dreimal rumgerannt. Man sieht, ich habe hier ein bisschen Lärm gemacht. Einfach nur, um abzuchecken, dass der Sound mal ein bisschen besser passt. Ich habe das Desktop Audio, also den In-Game Sound, ein bisschen lauter gedreht. Meine Stimme ein bisschen leiser gedreht, damit ihr nicht mehr so übersteuert. Und ihr es ein bisschen gebalanced hört, aber es nicht zu sehr ist, weil sonst wieder das Spiel viel zu dröhnig wird an manchen Stellen. Ich hoffe, es passt und wir probieren es einfach mal für diese Session aus. Vielen Dank fürs Feedback. Wir haben eine Mod dazu genommen, in der Hoffnung, dass sie funktioniert. Ja, die funktioniert. Ihr seht es eventuell schon. Da sind kleine Straßen eingezeichnet. Tada! Mehr macht die nicht. Ups, nein. Nein, 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 nicht reißen. Die zeichnet einfach nur kleine Straßen ein, weil ich mir hier gefragt habe, wo muss ich hier lang? Und so wird es ein bisschen deutlicher. Zum Beispiel hier kann man nicht so direkt lang, aber hier kann man runter. Hätte man theoretisch auch lang gekonnt, aber das war halt ausgeschildert und so weiter. Deswegen ja, habe ich diese kleine Mod noch hinzugefügt. So, die Quest ist... Riften... Rifton! Entschuldigung. Ustengraf bei Mordhal. Das heißt, man kann da ein Stück reisen. Aber da wir ja nicht alles bei Fuß, würde ich schon sagen, zu Fuß machen wollen, porten wir uns mal... Weißlauf, würde ich sagen, tatsächlich. Zum Stall. Vor Weißlauf. Ein bisschen Krempel verchecken. Wir hatten ja einiges gefunden, damit ja unsere Gier nicht zu... Quatsch, unsere Tagklasse nicht zu hoch wird, da ja tatsächlich Rüstungsgedöns und so weiter kostet. Oh! Add Shift. Caps Lock. Shift ohne Ende. Ach Gott. Der Humor war auch schon mal... Nee, er war nicht besser. Hallo Khajiit. Da fackel ich nicht lange. Der? Das ist ein echter Khajiit. Der verkauft auch nachts. Der braucht das Geld. Apron. So. Ja. Nur noch kaufen. Bis der Typ leider ist. Ja, dass die Diademe keinen Rüstwert haben. Das hätte was. So. Das passt. Damit haben wir jetzt auch schon einiges wieder an Gold. Möge euer Weg euch zu warmen rüsten. Wo bekomme ich jetzt eigentlich immer mein Pferd her, wenn ich es mal... Ach, es ist mitgeportet. Ah, never mind. Hallo! Wir wollen aber morgens los, ne? Also warten wir jetzt mal die 10 Stunden. Wie gesagt, ein Spiel ist ambientig. Nachts ist es... Guck mal, so funktioniert das doch. Ich habe mir hier mal ein paar Mutti-Riegel hingelegt. Und wir versuchen weiter der Hauptquest zu folgen. Mal da anpeilen.
Ich will da lang. Nürnfurt. Das ist so richtig? Ja. Nürnberg. Da unten. Yes. Wenn ich ihn höre, ist er. Also ich denke mal einen Plan, in welche Richtung ich laufen muss. Krass, wie die Fackel hält, ne? Trotz Regen. Schon echt respektabel. Was für solide Fackeln die hier bauen im Himmelsrand. Bestimmt ein Importprodukt. Oh, süß. Was ist mit den? Okay, diese Katzen waren gerade gruselig. Die guten Simultankatzen, wa? Hä? Hä? Oh, das ist der Ruf des V. Na? Wollte nur wissen, ob man die generell angreifen kann. Okay, der V-Mount. Hör Scheid. Na gut, na gut. Oh, jetzt macht die Kappel ausgegangen. Oh. Ganz aus. Wusste gar nicht mehr, dass die so verschleißen. Wieder was neu erinnert. Dazu gelernt würde ich das nicht nennen. Was ist das hier? Ein Outpost oder? Bruder, ist dir zu helfen? Ist die spawned? Und ihr so? Aha. Oh. Stahl, Battle Axe. Great Sword, ne? Von denen gerne einfach hoch. Mal verbessern. Na gut, hallo! Oh, das ist schön. Ich hoffe, der Sound ist jetzt besser. Ich habe eben halt ein bisschen rumgetestet. Aber auf Langzeit spricht man halt auch nochmal anders. Und es gibt auch noch andere Sounds. Aber im Schnitt müsste es jetzt besser sein als die letzte Aufnahme. Ich hoffe es einfach mal. Was ist das schnuggelig alles? Ich mag das so gerne.
Warum habe ich die? Ich habe nachgeguckt übrigens. 2013 waren die alten Let's Player. Das ist seit 7 Jahren ist es her, dass ich dieses Spiel ernsthaft gespielt habe. Und das war damals auch nur mein Teil des Let's Plays, das ich damals aufgenommen hatte mit einem räudigen Mikrofon und allem. Das war echt nicht schön. Da lobe ich mir das hier wirklich. Schlechte Quality hier. Ich glaube, da sollten wir nicht hin. Also dieser plötzliche Wetterumschwung ist ein bisschen ulkig, aber die Immersion finde ich echt klasse von der Mod. Danke. Gelauftes Vieh. Ja, bleib hier. Ist das jetzt die richtige Richtung? Nein. Das. Ja. Oh. Nochmal drehen. Die Richtung stimmt. So. Manchmal ist es doch einfach nur schön, mal ganz kurz die Natur zu genießen. Oh, was ist mit dir? Der kommt mir bekannt vor, war das? Oh, hier Dings. Mike ja. Wünscht euch alles Gute. Hallo Mike. Wenn ihr zwei Waffen habt, lasst das Blocken lieber sein. Das verwirrt euch bloß. Es ist sowieso viel besser, gleich zweimal zuzuschlagen. Maik weiß viel, oder? Manche nehmen gerne Freunde auf ihre Abenteuer mit. Maik findet es besser, alleine zu sein. Dann gibt es keinen Streit um den Schatz. Maik. Ja. Also wir wollen nach dieser Richtung. Und bei Dämmerstern lang und dann da ist ein Grab. Ja, das ist richtig. Bisschen ungewohnt gerade noch mit den Wegen, aber praktisch. Echt praktisch. Also klar. Ekelhaft. Ekelhaft seid ihr. Bah, ekelhaft. Was mit Pferd? Hallo? Pferd, komm. Gib ihm einen Namen. Bianca. Hallo, hallo? Hallo? Das hier ist doch irgendwas. Oh. Was? Warum? Ah, solche Dinger sind da. Oh, Pferd, geh doch mal beiseite.
Boy. Das Pferd. Toll. Was genau soll das hier können? Ah ja. Der hat nur Stuff. Hier liegt einfach nur Stuff. Eisenbahnsahnschuhe. Was, wie gut sind denn unsere? Gleiten. Wir haben gerade gar keine an. Warum haben wir keine Handschuhe an? Wie zerbrochen oder? Naja, gut. Dann legen wir die halt an. Ja, also gelohnt ist jetzt relativ, ne? Das hat ja jetzt ein bisschen EP gebracht, ne? Ja, doch. So. Und wir haben das Ding hier als abgeschlossen und als Teleportort. Ich meine, macht es allen Orten, bei denen man war, hin teleportieren, oder? Das ist gerade nicht mehr. Ich meine, wir könnten es simpel ausprobieren, aber wir lassen uns überraschen. Oh, das ist so eine hässliche Spinne. Spinni, Spinni, Spinni. Tot. Ekelhaftes Viech. Bah. Bop. Ah, okay, ja, man hat den Schlenker. Was ist das? Ich kann so. Das sieht irgendwie so aus, als ob, ja. Na, komm, Junge. Kann der krass dodgen. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Ihr hättet in euren kostbaren Elfenwäldern bleiben sollen. Wie tot. Jetzt reicht es. Mehr habt ihr... Fresse kriegen sie aber alle gerne, ha? Ihr wollt zu den Nord gehören? Ich bin schon tot, wenn ich oben ankomme. Ja. Leute. Ach, das ist so ein Dunst. Aha. Gehört die hier so hin? Hui. Die hat ja gar nicht mehr im Sinn. Doch, Festung in der Stadt. Ah, okay. Kommen wir hier rüber rein. Hallo, hallo. Was? Jetzt gehört ihr mir. Boah, ey.
Ihr habt euch die Schwierigkeit hochgedreht. Okay. Na dann zeig mal. Oder? Mehr habt ihr nicht drauf? Ist das schon alles? Ja gut, ne? Wenn du die Tür blockst, kann ich auch nicht zu dir hin, Mädel. Und jetzt verpiss dich da mal. Das ist so der Bär, hat halt auch noch Käse in der Schnauze. Die Viren. Mal First Person hier durch. Viel Detailscheiße. Die haben wir schon durchsucht. Hier waren auch zwei genau. Nee, hier war noch einer. Das heißt, für alle drei. Nee, Gott. Hatten wir Avenue. Null Zeit, als doch Lederpelzgedöns. Das heißt, das kann man zum Craften benutzen. Oh, was sollt ihr mir zu viel kaufen? Ja, Essen, ich weiß schon. Geil. Unsterbliches Blut. Unsterbliches Blut. Nehmen wir mal mit. Das klingt nach Vampir. Ich weiß es nun tatsächlich gar nicht mehr. Schade. Lachs. Hier? Genug Döns. Ja, super. Aber das Geber, also Ratten, große Ratten halt auch mal weglaufen, anstatt immer nur hin, halte ich tatsächlich für realistisch sogar. Dass die hier so viele Skiva-Köpfe haben. Ulkig. Das ist ja ein ulkiger Laden. Leute, euer Laden ist offiziell ulkig. Kaiserlicher Bogen. Oh, mit. Also sinnvoll wirkt das hier alles nicht. Überraschung. Oh. Aber da hinten gibt es noch ein anderes drin. Oh, Kerker. Cool. Hallo? Ist da jemand? Ja, wir sind's. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Dietrich? Garnet? Hallo, hallo?
Fall. Nordmied. Mied, Mied, Mied. Mied ist wichtig. Hallo. Wie dir das ist, verdammt! Und Baiting nicht verstanden. Was? Oh, geht! Lassen wir die Spielchen. So, die da aus dem Leben geboxt, würde ich mal sagen. Tess, wow. Nur abgeschlossen und die Viecher waren da drin. Na gut. Dann so. Nee. Ja, ja, ja. Scheiße. Bei solchen Sachen bin ich ja echt immer am gucken, ob die nicht noch irgendwas versteckt haben. Oh. Zum Beispiel. Ah, nein. Sah aber schön aus. Alles brennt. Ja, super. Na gut. Hier mal hoch. Lü? Hallo. Tolle Bude habt ihr hier. Hallo? Keiner? Wow. Gold. Totes Schkira. Irgendwie nicht so. Was ist mit dir hoch, Elf? Ach, fünf. Dolch. Das Gift. Schwere Rüstung verbessert. Eisenpfeiler.
Kinderburg. Da und oben raus. Und das scheint auch der offizielle Ausgang zu sein. Tatsächlich liegt hier mit Resistenz. Ring des geringen Schlossknackens. Ich glaube, der Funken. Na gut. Also wir sind da in die Klappe rein und da rausgekommen, da unten rein und hier oben rausgekommen. Nö, okay. Hallo Lydia. Ich bin am überlegen, wenn wir sie länger behalten, ob wir für die auch nochmal so ein Overhaul-Mod organisieren. Also wenn sie es nicht so nötig hat, aber weiß ich nicht, wenn man da irgendwie was draus machen kann, wenn man die eh dabei hat. Und die sieht man ja ständig, vielleicht irgend so ein. Ja, nö. Keine Ahnung. Dass sie irgendwas Cooles tragen kann oder so in die Richtung. In die Richtung müssen wir wieder auf die Hauptstraße kommen. Genau. Ach, das Ding selbst ist das auch noch eine Hütte hier. Der stolpernde Säbelzahntiger.